Regionalschule Milch geht mit Grundschulteig. Jetzt gucken wir, jetzt wird hier gebastelt am lebenden Objekt. Ob das denn stimmt, nach dem Motto, wir gucken mal, was mit der Kerze passiert. Und was bringen Sie denn jetzt gerade bei beim Thema Klimakiste? Was sollen die lernen mit diesen Experimenten? Also, wir haben unser Projekt Klimakiste. Wir machen das so, dass wir im Moment CO2-Messungen innerhalb unserer Klasse machen. Mhm. Und für die Kinder ist also CO2 ja nicht begreifbar. Und deshalb haben wir zum Beispiel, wir haben ein Kartensystem. Wir haben jetzt 9 Klässler und die sind Klasse 1 und 2. Mhm. Und die Großen haben die Experimente gemacht und entworfen und selbst ausprobiert und haben die mit den Kleinen gemacht. Mhm. Um den Kleinen eben zu zeigen, so, das ist CO2. So könnt ihr das begreifen. Mhm. Kommen jetzt die Eltern schon an und sagen, das sollen sie mir auch mal beibringen? Ja, stimmt. Also die Eltern machen zum Teil jetzt Experimente, ja auch alleine. Mhm. Haben Sie sich die Experimente ausgedacht? Mussten Sie irgendwo mal lesen, weil es ein Paket dafür gibt? Oder ist da auch jemand, wo Sie sagen, da habe ich ja selbst was entwickelt? Ich habe Gott sei Dank eine Kooperation mit dem Klassenlehrer der 9. Klasse, ja, der eben Physik Navi unterrichtet, ja, und der eben auch mit den Großen diese Experimente entwickelt hat. Mhm. Und ich bin sozusagen Nutznießer mit den Kleinen, mhm, und die haben uns das eben vorgeführt. Wie oft findet das in dem Schulalltag statt? Ist das einmal die Woche ein Thema oder wie oft machen Sie das? Nein, also wir machen das jetzt eine Langzeituntersuchung. Wir machen also in mehreren Klassen in der Schule haben wir unsere CO2-Ampel, also eine Luftgüteampel, und da machen wir jetzt täglich Messungen und da kommen ganz spannende Geschichten raus. Also es ist zum Beispiel so, wenn die Ampel auf rot ist, ist die Luft so, dass sie eigentlich gesundheitsschädlich wird, und das haben wir ganz oft in der Schule. Wir haben ganz oft, dass wir alle Fenster aufhaben und wir kriegen die Ampel nicht auf grün. Also unser Heizungssystem in der Schule, das krankt. Und das ist jetzt so eine diese Untersuchung, damit wir nachher Beweise auch haben und sagen können, Leute, wir müssen etwas machen. So geht es nicht. Also zum Beispiel haben wir ganz lange Flure. Wenn jetzt Elternabend ist, muss zum Beispiel der Hausmeister, und wenn hinten am Flur Elternabend ist, den ganzen Trakt heizen, damit die das hinten warm haben. Und das ist natürlich auch eine Vergeudung. Und da arbeiten wir und wollen eben entsprechend an die Gemeinde rantreten. Und gerade wenn es heißt, hier Schleswig-Holstein hat ein Klimaschutzprojekt, ne, dann müssen wir auch ein bisschen dazu beitragen. Das sehen wir jetzt heute Abend in der Tagesschau. Und wenn das in der Tagesschau gelaufen ist, dann werden Sie sehen, schon nächste Woche kommt jemand. Das können wir uns nicht bieten. Toi, 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 toi. Dankeschön.